An Aschermittwoch beginnt traditionell die Fastenzeit. Wer fastet, tut das aber nicht immer nur aus religiösen Gründen. Einige möchten einfach etwas Winterspeck verlieren oder durch eine Fastenkur ihre Gesundheit verbessern. Hier kommen 5 Tipps, die dich sicher durch die Fastenzeit bringen. Sie sollten also wirklich nur fasten und nur dann zur Gewichtsreduktion schreiten, wenn Sie sich wirklich gesund fühlen. Kein Fieber, keine Erkältung, keine Infektion haben. Und wenn Sie sich da unsicher sind, ist sicherlich der Gang zum Hausarzt das Erste, was Sie tun sollten. Um den Winterspeck ein bisschen wegzukriegen, ist es immer ganz gut, wenn man sich bewusst ernährt. Also Süßigkeiten reduzieren bis weglassen, den Alkohol reduzieren und sich bewusst ist, dass zuckerreiches Obst wie Banane, Mango, Granatapfel eher quasi schlecht sind und den Kohlenhydratstoffwechsel anregt. Es wäre gut, wenn Sie zum Fasten meditieren würden, wenn Sie sich Ruhe gönnen würden, wenn Sie spazieren gehen würden, ausreichend schlafen, also wirklich mal sagen, ich habe eine besondere Schlafhygiene, ich gehe um 10 Uhr abends ins Bett und versuche wirklich mal 7-8 Stunden wirklich zu schlafen. Dreimal Essen am Tag ist wichtig und da vor allem eiweißreich sich ernähren, damit ich wirklich das Ziel erreiche, abzuspecken, also Fett zu verlieren, aber keine Muskulatur zu verlieren. Also wenn Sie nach dem Fasten sofort wieder in den Alltag verfallen und all das wieder weitermachen, was Sie vor dem Fasten gemacht haben, kann ich Ihnen fast den Rat geben, lassen Sie es gleich sein, weil es ist schade drum. Sie haben der Leber, Sie haben dem Stoffwechsel, Sie haben der Darmflora eine Wellnesszeit gegönnt. Ja, und das können Sie eigentlich schön fortführen. Das Beste wäre natürlich, Sie würden sich einen Plan machen für nach dem Fasten. Und ich nehme mir einen Tag in der Woche, zum Beispiel der Montag bietet sich da an, wo ich dann am Montag das Fasten, was ich 2, 3, 4 Wochen durchgeführt habe, am Montag immer wiederhole. Dann können Sie auch das Gewicht halten und dann können Sie eigentlich auch so die Stimmung des Fastens, das, was Sie sich wirklich damit erarbeitet haben, erhalten können.